Der ägyptische Flächenstaat war der erste Staat dieser Form in der ganzen Welt. Wir können durch das Studium dieser speziellen Bevölkerung lernen, was es ausmachte, zum allerersten Mal in der Weltgeschichte einen Staat zu gründen. Deswegen denke ich persönlich, das ist ein sehr gutes, antikes Beispiel auch dafür, was wir jetzt gerade mit der Europäischen Union auch versuchen zu realisieren. Ich bin Ägyptologin und habe an dem antiken Friedhof von Helwan mehrere Jahre an der Frage gearbeitet, wie einfache Menschen vor 5000 Jahren gelebt haben, wie sie gearbeitet haben, welche materielle Kultur sie hinterlassen haben. Wir gewinnen durch Betrachtung der Gräber dieser Leute Einblicke in diese einfache Bevölkerungsgruppe. Wir können sagen, dass diese Menschen sehr gut ernährt waren. Was wir sehr gut ablesen können, ist, dass sie hart gearbeitet haben. Und das ist ja ein wesentlicher Aspekt auch eines modernen Staates, dass die Bevölkerung versorgt ist, dass jeder Zugang zu Nahrung hat, Zugang zu bestimmter Infrastruktur und dass jeder daran einen Teil hat. Ich war als Kind an allem interessiert, was mich umgeben hat. Ich war immer sehr bodengebunden und habe sehr viel Zeit am Boden verbracht. Meine ersten Grabungen haben tatsächlich als Kleinkind im Sandkasten stattgefunden. Ich habe als Schülerin mit dem Segelflugsport begonnen und habe in meiner Schulzeit jedes Wochenende, an dem schönes Wetter herrschte, auf dem Flugplatz verbracht. Man hat einen weitaus besseren Weitblick und das habe ich genossen, in großer Höhe zu schweben. Diese Erleichterung, man kann alles einfach hinter sich, unter sich lassen. Wenn man Glück hat, dann findet man Thermik und kann oben bleiben. Aber meistens ist es nicht der Fall. Meistens muss man dann schauen, dass man dann rechtzeitig wieder zum Flugplatz zurückkommt und sicher landet. Man muss es immer wieder versuchen. Und dieses Dranbleiben, diese Hartnäckigkeit, die ist natürlich auch für das moderne Forscherinnenleben essentiell. Man muss einfach dranbleiben. Was uns natürlich als Archäologinnen immer interessiert, ist, ob wir die materielle Kultur, die materiellen Hinterlassenschaften richtig verstehen. Und ähnlich wird es Archäologinnen in 5000 Jahren gehen mit unseren Hinterlassenschaften, dass sie nicht verstehen werden, was wir damit gemacht haben. Ich bin Christiana Köhler und ich bin Ägyptologin und Archäologin.